Hallöchen alle miteinander, da sind wir wieder. Hier sind Julia und Julian. Und zusammen haben wir diesen tollen Podcast gemeinsam durch die Finsternis. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich vorweg schon einmal für meine Stimme heute. Ich bin noch ein bisschen heiser von meiner Erkältung, die ich letzte Woche hatte. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch unsere letzte Folge gefallen hat. Heute bin ich wieder an der Reihe und ich würde heute wirklich tatsächlich gar nicht viel drumherum reden und gleich in die Geschichte reinstarten, Julian, weil die einiges länger ist als unsere anderen Geschichten, aber ich fand sie so hervorragend passend zu dem heutigen Thema, weshalb ich mich entschieden habe, sie trotzdem zu nehmen. Ja, ich bin schon absolut gespannt. Du hast mir richtig den Mund wässrig gemacht, wolltest aber nicht herausrücken, worum es bei der Geschichte geht. Alle Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung oder in den Shownotes. Da könnt ihr gerne reingucken, von wem diese wunderbare Geschichte entstanden ist. Vorweg möchte ich nochmal eine Warnung aussprechen. In dieser Geschichte werden Gewalt und Kannibalismus dargestellt, sehr detailliert. Wer sich das nicht anhören möchte, sollte jetzt lieber entweder vorspulen oder ganz abschalten. Warum fürchten wir uns vor Monstern? Ist es ihre Gestalt, die nur selten den eines Menschen gleicht? Ist es vielleicht Macht? Ihre besonderen Kräfte, die den Fähigkeiten eines Menschen um ein Vielfaches übersteigen? Nein. Ich glaube, es sind vielmehr die Gräueltaten, die verschiedensten Arten von Wunden, die sie den Menschen zufügen können, gegen denen sie machtlos sind. Ich muss es leider wissen, denn ich bin so eines. Mein Name ist, war, Jacob. Einst war ich ein Mensch, doch nun bin ich es nicht mehr. Ausgerechnet das schlimmste aller Monster musste ich werden. Der Wendigo. Der Menschenfresser. Wie lange ich schon in diesem Zustand bin, weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal mehr, wo ich bin. Immer ist es ein Wald, umgeben von Dunkelheit, manchmal von Schnee und manchmal von eisigen Winden umhüllt. Ziellos wandere ich umher, während in sämtlichen Spiegelungen mich meine groteske Gestalt begleitet. Und dann ist da noch der Hunger. Hunger quält mich fortwährend, gar jede einzelne Minute meines erbärmlichen Daseins. Fleisch von Tieren kann ihn nicht stillen. Nur ein bestimmtes Fleisch bringt ihn für einen kurzen Moment zur Ruhe. Welches, könnt ihr euch sicherlich denken. Jenes, das von Menschen kommt. Gehen wir zurück in meine Erinnerung. Ich wollte nur mit meiner Familie einen Ausflug in die Berge machen. Als Soldat der amerikanischen Armee diente ich meinem Land fast ständig und hatte dadurch wenig Freizeit. Mit einem Urlaub im Ferienhaus bei der Kaskadenkette der USA wollte ich es wieder gut machen. An meine Familie kann ich mich noch gut erinnern. Katie, meine wunderbare Frau, meine Seelenverwandte und meine beste Freundin. Ihr Haar war hellbraun, ihr Gesicht so wunderschön, so dass ich nur selten meinen Blick von ihr abwenden konnte, wenn sie schlafend in meinem Arm lag. An jenem verhängnisvollen Tag in der Vergangenheit trug sie ihre Goldkette um den Hals, die ich ihr damals zum Hochzeitstag schenkte. Auch zwei wundervolle Kinder hatte ich, meine Tochter Maggie und mein Sohn Louis. Beide liebten es, Geschichten über Monster zu hören, und ich liebte es, ihnen diese zu erzählen. Als Soldat kam ich viel in der Welt rum und kannte somit viele verschiedene Sagen und Legenden von den unterschiedlichsten Orten dieser Erde. Für die etwas längere Autofahrt legte ich mir die Geschichte des Wendigos für beide zurecht. Auf verschiedenste Arten kann ein Wendigo entstehen, erklärte ich beiden, während ich fuhr. Er wird von einem anderen Wendigo verletzt, er wird im Traum von einem Hain gesucht oder er zieht ein Verwandlungsritual durch. Doch eine Möglichkeit gibt es noch. Er verzehrt Menschenfleisch. Kann man den Wendigo nicht heilen? So wie den Werwolf? Fragte meine Tochter aufgeregt. Aber klar doch. Die einfachste Methode ist, ihm heißen Talg einzuflößen, wodurch er sein Herz, das komplett aus Eisen besteht, erbricht. Cool, schnaubte Louis mit vor Erstaunen weit geöffneten Augen, während Maggie nur ein angeekeltes Urgh über die Lippen brachte. Es ist schön, dass du unsere Kinder unterhalten willst, sagte meine Frau, aber nun ist für heute Schluss mit den Schauermärchen. Ab da an verschwimmt meine Erinnerung plötzlich. Nur wenige Dinge sind noch in meinem Kopf. Krach, Dunkelheit, meine Frau und meine Kinder, Angst, Hunger, ein Schlag auf den Kopf und ein eisenhaltiger Geschmack. Es schien eine Menge Zeit vergangen zu sein, denn als ich aufwachte, fand ich mich in einem dunklen Raum wieder. Ich habe wohl vor einer improvisierten Feuerstelle gelegen. Langsam schaute ich mich um. Ich war allein, umhüllt von Stille.
Dieser seltsame Raum, in dem ich mich befand, sah aus wie eine Bowlingbahn. »Was zum«, sagte ich leise, »was ist hier passiert?« Meine Kleidung sah verdreckt aus und war an einigen Stellen zerrissen. Außerdem entdeckte ich Wunden an meiner Haut, die allerdings schon mit einer schorfigen Kruste bedeckt waren. Neben der Feuerstelle, die ich wahrscheinlich selbst errichtet hatte, entdeckte ich etwas. Mein Jagdmesser. Allerdings war es überall mit Blut bedeckt. Zusätzlich fand ich auch mehrere Küchenmesser, Zangen, Eisenstangen und andere Werkzeuge. Und auch sie waren alle mit Blut verschmiert. Schnell begann ich an nur eines zu denken. Meine Familie. Katie, Maggie, Louis, wo sind sie? Ich muss sie finden. Als ich den Raum durchstreifte, fand ich ein altes Holzbrett und machte daraus schnell eine Fackel. Außerdem nahm ich mein Jagdmesser und eine Eisenstange an mich und verließ den Raum. Ich durchschnitt die Gänge und Räume dieses Ortes, die ebenfalls still, leer und von Dunkelheit umhüllt waren. Als Soldat wusste ich, wie dumm es wäre, in solch einer Situation mit schwacher Bewaffnung lauthals nach meiner Familie zu schreien. Also suchte ich jede Ecke akribisch ab. Schnell erkannte ich, dass es sich bei diesem Ort um die Anlage handelte, in der ich mit meiner Familie Urlaub machen wollte. Doch was ist hier geschehen? Und wo sind sie alle hin? Als ich eine verzierte Holztür öffnete und den nächsten Raum betrat, sah ich jemanden. Es schien ein Mann zu sein, der regungslos auf einem Tisch lag. Durch den schwachen Schein meiner Fackel sah ich aus der Ferne noch nicht genau, was mit ihm geschehen ist. Doch eine dunkle Ahnung machte sich in mir breit. Als das Licht der Fackel ihn schließlich erreichte, konnte ich es erkennen. Sein Körper war von oben bis unten aufgeschnitten, sein Innerstes vollkommen leer. Leber, Niere, Lunge, Herz, Gedärm, alles weg. Der Mann selbst sah noch jung aus, höchstens 24 Jahre alt. Irgendwer hatte ihn wie ein Schwein ausgeweidet. Mein Blick schweifte über seinen Körper und ich sah tiefe, gerade Schnitte, so als ob jemand versucht hätte, ihm die Gliedmaßen abzutrennen. »Warte«, dachte ich und trat etwas näher. »Sind das etwa Bissspuren?« »Ja, es waren ganz eindeutig Bissspuren, verteilt an beiden Armen. Doch sie sahen nicht aus, als kämen sie von einem Tier.« »Sie waren menschlich.« »Jemand hat ihn angenagt?« durchfuhr es mich eiskalt. Ich musste überlegen. Ich traf auf meinen Einsätzen in den tiefsten Wäldern zwar schon auf zurückgezogene Stämme, die ein kannibalisches Verhalten an den Tag legten, doch diese Leiche ähnelt nichts von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich schmeckte etwas. Ein seltsamer, widerlicher Geschmack war plötzlich in meinem Mund, als hätte ich gerade an eine Eisenstange geleckt. Ich schüttelte mich kurz vor Ekel und dachte dann wieder nur an das eine. Meine Familie. Ich muss sie finden. Schnell ging ich weiter, suchte nach irgendeinem Lebenszeichen. Doch statt meiner Frau und meiner Kinder begegnete ich zahlreichen weiteren Leichen. Alle verstümmelt und angefressen. Jedes Mal, wenn ich sie sah, kam mir der Eisengeschmack in meinen Mund zurück. Ich hatte ein richtig mieses Gefühl bei der Sache. Mein Körper begann sich anzuspannen und zuckte jedes Mal in Deckung, wenn ein Geräusch kam. Noch mehr Leichen. Langsam wurde mir schlecht. Wer auch immer das hier angerichtet hat, ich hoffe, er hat meine Familie nicht bekommen. Die Fenster nach draußen waren alle mit einer Schneeschicht bedeckt. Scheinbar wurde diese Anlage unter Tonnen von Schnee begraben. Ich lief weiter. Raum für Raum durchquerte ich, doch ich fand nichts außer Leichen. Und diese Stille machte mich langsam wahnsinnig. Wo ist meine Familie? Als ich die Toilettenanlage erreichte, fiel mir auf, dass sämtliche Klos entfernt waren und mit Töpfen ersetzt wurden. An jedem Topf war eine Feuerstelle, die bereits erloschen war. Sollte das eine Art Küche sein? In einem der größeren Töpfe schien etwas zu sein. Also ging ich dorthin und schaute. Knochen und Gebeine von Menschen, die in einer dunklen, kalten Brühe schwammen. Jeder Knochen war komplett frei von Fleisch. Zwei Menschen müssten es gewesen sein, denn ich konnte zwei Schädel ausmachen. Ein paar Schritte weiter entdeckte ich weitere Knochen, dieses Mal von einer Person. Ein Schädel, ein paar Rippen und zwei Armknochen, die lieblos in die Ecke geworfen waren. Auch da war alles frei von Fleisch. Doch halt! Es blitzte da zwischen den Knochen. Ich griff danach und zog es hervor. Es war eine goldene Halskette. Jene goldene Kette, die ich damals meiner Frau geschenkt habe. Mein Herz setzte aus und meine Hände begannen zu zittern. Rasch drehte ich mich um, wollte fliehen, doch voller Entsetzen blickte ich in einen an der Wand befestigten Spiegel. Blut! Blut bedeckte meinen Mund und dieser eisenhaltige Geschmack war zurück. Ich trat näher an den Spiegel und erkannte, dass mein gesamter Mund mit zum Teil frischem und zum Teil getrocknetem Blut verschmiert war. Gedanken rasten durch meinen Kopf. Viel Zeit war vergangen, eingeschlossen im Schnee, viele Leichen, meine Familie. Ich als einziger Überlebender. Der Mann, der diese Ferienanlage in ein Schlachthaus verwandelt hatte, war ich?
Erneut verschwimmt meine Erinnerung. Auf einmal renne ich durch den Wald. Keine Ahnung, wie ich dort rausgekommen bin. Ich lief und lief, während ich nichts als Schreien, pochend in meinem Kopf hören konnte. Wohin wollte ich eigentlich? Ich wusste es nicht. Einfach nur weg, weit weg von diesem Ort, wo ich die schlimmste Sünde begangen hatte. Wie konnte ich ihnen so etwas antun? Meine Beine sackten ein und ich ging erschöpft zu Boden. Ich war so müde. Alles wurde schwarz, während ich immer noch diese Schreie hörte. Klirrende Kälte riss mich aus dem Schlaf. Das Schreien in meinem Kopf war einen Moment verstummt. Ich lag auf dem verschneiten Waldboden. Überall war die Nacht. Verdammt, ich muss Unterschlupf suchen, sonst bin ich tot. Schnell fand ich eine Höhle, wo ich vor der Kälte sicher war, und machte mir ein Feuer. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Meine Familie war tot und ich bin schuld daran. Ich versuchte zu schlafen, doch dann kamen diese Bilder. Schreckliche Bilder. Ich sah, wie ich vor meiner toten Familie saß, sie berühren wollte. Andere wollten mich aufhalten, doch sie teilten das gleiche Schicksal wie Katie, Maggie und Louis. Ich bin ein Monster. Als ich aufwachte, war das Feuer längst erloschen und die ersten Lichtstrahlen der Morgensonne füllten die Höhle. Mir ging es gar nicht gut. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen, während mir gleichzeitig übel war. Mir war schummerig und meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich wischte mir diese weg und rieb mir die Augen. Als mein Blick auf meine rechte Hand glitt, sah ich, dass Teile der Haut verschwunden waren. Die blanken Knochen konnte man erkennen. Was? Diese Wunden hatte ich doch gar nicht, sagte ich zu mir selbst. Ich lief von Panik erfüllt nach draußen und bemerkte, dass es schon wärmer geworden war, denn der Schnee begann langsam zu schmelzen. Langsam durchstreifte ich den Wald, während meine Gedanken wieder zu meiner Familie wanderten. Noch immer konnte ich kaum ertragen, was geschehen ist und dass ich, Jacob, ein Kannibale sein soll. Ich stieß auf eine kleine Pfütze geschmolzenen Schnees und der Ekel in mir erlag dem Verlangen nach Durst. Also beugte ich mich hinunter, um das Wasser zu trinken, als ich mein Spiegelbild sah. Haut und Fleisch meines Gesichtes waren stellenweise einfach weg. Vorsichtig betastete ich diese, als ich heftig zu zittern begann und sich in meinem Schädel ein unaufhaltsames Hämmern breitmachte. »Was geht hier vor?«, fragte ich mich. Die nächste Zeit verging wie in Trance. Ich durchstreifte die Wälder und versuchte zu überleben. Je länger ich mich in der Wildnis aufhielt, desto weniger wurde mein Drang, diese jemals wieder zu verlassen. Es war fast so, als würden die Wälder mich immer mehr zu sich rufen, gar verschlingen und mir ein Gefühl von Sicherheit geben. Mein körperlicher Zerfall hingegen nahm immer weiter zu. Alles an mir verformte sich, Beine und Arme wurden länger, während meine Füße Hufen ähnelten. Bald war ich zu groß für meine Kleidung und konnte diese nicht mehr tragen. Ich habe mich vollkommen verändert. Nun war ich eine Bestie, ein wandelndes, tierähnliches Gerippe mit scharfen Zähnen, braunem Fell und restlichem Fleisch an meiner Brust. Zu meiner eigenen Überraschung war ich trotz der leeren Augenhöhlen nicht blind. Ich konnte am Tag sowie auch in der Nacht alles sehen. Tagsüber kroch ich nur selten aus meiner Höhle, aus Angst, jemand könnte meine groteske Gestalt erblicken. In der Nacht ging ich auf Jagd. Jedes Tier, das ich finden konnte, jagte ich und verspeiste es mit Haut und Haaren. Ob Schwein, Kaninchen oder Hirsch, mir war es egal. Hauptsache Fleisch. Doch je mehr ich aß, desto klarer wurde mir, dass tierisches Fleisch keine Befriedigung brachte. Der Hunger blieb und wurde immer stärker. Ständig hatte ich Gedanken, wie ich mich auf Menschen stürze und ihre Körper auseinanderreiße, nur um an ihr Fleisch zu kommen. Nein, nein, das will ich nicht. Mein Hunger zwang mich eines Tages dazu, auch tagsüber meine Höhle zu verlassen. Ich kroch vorsichtig ins Tageslicht und jagte einen Fuchs. Ein leichtes Opfer, welches sich schnell verspeiste. Das Blut floss meinen Kiefer herunter und mein Magen knurrte weiter unaufhaltsam. Wieder schweiften meine Gedanken ab und ich stellte mir nur eines vor. Menschenfleisch. Ganz leise sagte ich zu mir selbst, das will ich nicht, ich will das nicht. Nachdem der Schnee komplett verschwunden war, kam das frühlingshafte Grün zum Vorschein und mit ihm kam auch etwas anderes. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Es hörte sich an wie eine Gruppe von Menschen, die die warme, kraftbringende Frühlingssonne für ein gemütliches Picknick im Wald nutzten. Ich schlich mich an und versteckte mich im Schatten der Bäume. Es waren mehrere junge Menschen, circa 20 bis 40 Jahre alt. Sie aßen, lachten miteinander und hörten Musik. Eine junge Frau stand auf, sprach kurz mit ein paar anderen aus der Gruppe und kam genau auf mich zu. Völlig erstarrt blieb ich in meinem Versteck, bis auch die junge Frau direkt vor mir in den Büschen auftauchte. Sie sah mich an und fragte, »Kann ich dir helfen? Ist dir etwas zugestoßen?«
Ich öffnete mein Maul, um zu antworten, doch mein Magen. Er knurrte und zog sich schmerzhaft zusammen. Nur eins brachte ich mit verzerrtem Gesicht hervor. Ich will nicht. Ich versuchte es schnell zu machen, packte sie und schleppte sie hinfort. Ich hielt ihren Mund zu, damit sie nicht schreien konnte. In meiner Höhle angekommen, brach ich ihr das Genick. Schnell riss ich ihren Kopf ab, ihre Arme und Beine, zerteilte den Rumpf und stopfte mir gierig alles in den Mund, was ich schlucken konnte. Der Hunger war verschwunden, doch ich fühlte mich widerlich und abstoßend. Ich habe eine junge Frau verschlungen, eine junge, unschuldige Frau. Ich versuchte es zu verhindern, sie im letzten Moment gehen zu lassen, aber alles ging automatisch. Und der Hunger, der war so stark, nie wieder wollte ich so etwas tun. Wieder in meiner Höhle versuchte ich zu schlafen, doch das Schreien meiner Familie hallte erneut in meinem Kopf. Hätte ich sie doch beschützen können. Wieder verspürte ich den Hunger, gefolgt von den Gedanken, einen Menschen zu verspeisen. Ich stand auf und durchstreifte erneut die Wälder. Von nun an begann ich jeden unvorsichtigen Menschen zu töten, der mir bei meinen Streifzügen in die Quere kam. Zuerst traf ich auf ein altes Ehepaar. Ich riss ihnen die Beine aus und tötete sie, um sie dann in Ruhe zu verspeisen. Doch als ich das Schreien einer Frau hörte, gefolgt von einem Bellen und Knurren, musste ich fliehen. Als nächstes lief mir ein Jogger über den Weg. Ich zerriss ihn in zwei Hälften und nahm ihn mit in meine Höhle. Dort verspeiste ich ihn komplett. Auch das Leben von drei Wanderinnen musste enden. Jede von ihnen habe ich erwischt. Ich riss ihre Körper auf und aß ihre Eingeweide. Nach und nach tötete ich immer mehr Menschen. So viele, dass ich bald aufhörte zu zählen. Ich schaffte es einfach nicht, gegen diese Gedanken anzukämpfen. Auch der Hunger wurde größer und größer. Wie fremdgesteuert war ich und sehnte mich nur noch nach einem, einer Erlösung. Eine weitere Nacht. Ich durchstreifte wieder die Wälder, geplagt von Hunger. Und auf einmal sah ich es. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, die zusammen auf einer ausgebreiteten Decke auf der Wiese saßen. Offenbar wollten sie ein nächtliches Picknick im Wald veranstalten. Kurz versteckte ich mich und beobachtete sie. »Ich müsste mal kurz pinkeln«, sagte der Mann zu ihr. »Ist gut, Schatz«, antwortete die Frau. »Ich warte hier.« Der Mann ging und die Frau saß nun alleine auf dieser Decke. »Diese Frau, sie sah genauso aus wie Katie.« Ich zögerte noch. »Die arme Frau«, dachte ich mir. »Wie konnte sie nur so dumm und leichtfertig sein und mit ihrem Freund nachts in den Wald gehen, wo ich dort rumlaufen könnte?« Der Hunger, es schmerzte schon fast. Diese Gedanken, ich musste es tun. Ich schnellte aus der Dunkelheit hervor. Mit weit aufgerissenem Maul lief ich auf sie zu. Ein grelles Licht erschien. Es blendete mich. Ich hielt meine Hände schützend vors Gesicht. »Stehen bleiben«, rief da jemand. »Sie sind umstellt!« Eine Sirene ertönte. Polizisten. Es waren mindestens ein Dutzend Männer, die um mich herum standen, unterstützend von zwei Polizeiwagen. Sie alle waren mit Pistolen, Schrotflinten und Maschinengewehren bewaffnet. Selbst die Frau hatte auf einmal eine Pistole in der Hand. War sie auch Polizistin? »Bleiben Sie ganz ruhig und Ihnen wird nichts geschehen«, sagte sie zu mir, während sie die Pistole auf mich richtete. »Nehmen Sie die Hände hoch!« Ich dachte, was redet die da? Wieso fürchten die sich nicht? Ich brüllte laut und stürmte zum nächsten Polizisten, doch einer von ihnen schoss mit seiner Schrotflinte und traf mein Bein. Ich ging zu Boden. »Verdammt, ich muss weg!« Ich lief zurück in den Wald und versuchte mit Leibeskräften die Polizisten abzuschütteln. Doch ich humpelte stark und mein rechtes Bein tat höllisch weh. Ich hatte zuvor noch nie gedacht, dass ein Mensch mit einer so einfachen Waffe ein Monster verletzen kann. Einen Stich fühlte ich und auf einmal blieb ich stehen. Eine seltsame Schwere und Müdigkeit befiel mich. Etwas hatte meinen rechten Oberarm getroffen und ich schaute darauf. Eine Nadel steckte mir tief in den Knochen. Es sah aus wie ein Betäubungspfeil. Ich musste wohl sehr lange geschlafen haben, denn als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem weißen Raum wieder. Da ich zur Decke starrte, lag ich auf dem Rücken. Ich versuchte aufzustehen, doch ich konnte mich nicht bewegen. »Was ist passiert?«, stammelte ich ängstlich. »Bitte lasst mich hier raus, bitte, ich!« »Das Medikament scheint zu wirken«, sagte eine Stimme. »Nehmt ihn die Fixiergurte ab.« Zwei muskulöse Männer eilten herbei und befreiten mich von diesem seltsamen Bett. Ich stand auf. Mir war schwindelig, die Sicht verschwommen. Ich konnte mich gerade so aufrecht halten. Die Stimme sprach erneut. »Ganz ruhig. Das sind die Nebenwirkungen des Betäubungsmittels, das wir Ihnen zusätzlich noch verabreichen mussten. Warten Sie kurz.« Ich saß noch eine Weile auf diesem Bett. Die Sicht wurde langsam klarer und das Schwindelgefühl ließ nach.
Vor mir stand ein Mann, etwas jünger als ich. Er war mit einem weißen Kittel bekleidet. Ein Arzt. »Hallo Jacob«, sagte er zu mir. »Ich bin Dr. Fishman. Willkommen zurück bei den Lebenden.« Er streckte seine Hand aus. Da weder Hunger noch die Gedanken mich plagten, streckte ich meine ebenfalls aus. Doch ich stoppte, denn ich sah meine Hand und sie war menschlich. Sofort eilte ich zum nächsten Spiegel. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Ich war wieder ein Mensch. Mein altes Gesicht, mein alter Körper, alles war wieder da. Ich trug weiße Kleidung. Meine Haare waren lang und zerzaust, ebenso mein Bart. Mein rechtes Bein war bandagiert, aber so gut wie verheilt. Ich hatte keine Schmerzen. Ich schaute wieder zum Doc, ging zu ihm hinüber. »Wie haben Sie das gemacht?«, fragte ich ihn. »Wie haben Sie mich von diesem Fluch befreit? War es wirklich heißer Teig, so wie in den Legenden?« Einer der Männer lachte kurz. »Was ist da so witzig?« Dr. Fishman schien gelassen zu sein und antwortete, »Bereden wir es lieber in meinem Besprechungszimmer.« Ich verließ mit dem Doc und den anderen beiden Männern den Raum. Ich schien mich in einer Art Krankenhaus zu befinden. Erst jetzt fiel mir auf, dass die beiden muskulösen Männer zusätzlich noch Waffen bei sich trugen und mich streng beäugten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich froh sein konnte, ohne Handschellen zu laufen. Wir erreichten das Besprechungszimmer. Es war ein kleiner, heller Raum mit einem Tisch und zwei Stühlen und ausgestattet mit einem großen Fenster. Als wir das Zimmer betraten, gingen die beiden Männer. Nur ich und Dr. Fishman waren in diesem Raum. »Setzen Sie sich doch«, sagte er und bat mir einen Stuhl an. Ich setzte mich. Auf dem Tisch sah ich eine Zeitung und eine geschlossene Akte. »Tut mir leid, dass wir Ihnen einige Unannehmlichkeiten durch die Fixierung bereitet haben, aber in Ihrem damaligen Zustand waren Sie eine Gefahr für Sie und andere.« Dr. Fishman nahm die Akte zu sich und öffnete sie. »Möchten Sie geduzt werden, Jacob?«, fragte er mich. »Meinetwegen«, war meine Antwort, da es für mich zu diesem Zeitpunkt unwichtig war. Der Doktor begann, »Jacob, macht es dir was aus, wenn ich dir ein paar Fragen stelle? Darf ich aber zuerst dich etwas fragen?«, erwiderte ich. Er nickte. »Wie hast du mich zu einem Menschen gemacht?« Dr. Fishman schwieg. Das gefiel mir nicht. »Vielleicht sollte ich lieber doch zuerst die Fragen stellen«, meinte er. »Wie ist dein Nachname?« »Lawson«, antwortete ich. Er fragte dann, »Und wie siehst du aus?« Ich bin irritiert. Meine Antwort, »Wie ich aussehen sollte, wie ein Mensch.« »Weißt du auch, wo du dich befindest?«, fragte er weiter. Ich antwortete, »In einem Krankenhaus.« »Fast richtig.« Ich kam mir total blöd vor. »Was sollen diese Fragen?«, fragte ich ihn. Doch schon kam die nächste Frage. »Welches Jahr haben wir?« Ich stockte. »Ja, welches Jahr ist es?«, dachte ich laut und fasste mich an die Stirn. Konzentriert versuchte ich, mich an das ungefähre Jahr zu erinnern. »Warte, warte, ich hab das gleich. 2009 vielleicht?« Der Doktor schüttelte den Kopf. Er sagte dann zu mir, »Nimm die Zeitung und schlag die dritte Seite auf. Schaue dir den oberen Artikel an.« Ich tat, was er sagte und schlug die Zeitung auf. Das Datum dieser Zeitung war der 11. Dezember 2009. Das Erste, was mir auffiel, war ein Bild. Es zeigte ein großes Haus, das zur Hälfte mit Schnee bedeckt war. Auf dem Haus und auf dem Schnee sah man mehrere Einsatzkräfte herumtummeln. Die Überschrift des Artikels war »Lawinenkatastrophe am Ferienhaus. 22 Menschen fielen dem Kannibalismus zum Opfer. Ein Opfer bleibt vermisst.« Langsam erkannte ich, was das Bild mir gerade zeigte. Ich legte die Zeitung wieder auf den Tisch. »Diese Zeitung ist übrigens 5 Jahre alt«, erwähnte der Doc. 5 Jahre? Dann haben wir ja schon 2014, stellte ich fest. Oder? Dr. Fishman nickte und erklärte mir, eins der Ferienhäuser wurde durch eine starke Lawine an der Kaskadenkette vollständig begraben. Es gab zudem einen Stromausfall. Da die Gäste weder raus noch Hilfe holen konnten, waren sie circa 2,5 Monate dort gefangen. Die Nahrung ging zu Ende, weshalb es dann zu einem Kannibalismus kam. Wo? Nach Schätzung der Ermittler, zuerst eine Frau und 2 Kinder starben. Als das Unglück endlich bemerkt wurde und die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur Leichen bergen. Nur eine Person konnten sie nicht finden. Und das warst du. Ein Kloß setzte sich in meinen Hals, während ich schwieg. Der Doktor beugte sich zu mir nach vorne und fragte, »Erinnerst du dich, Jacob? Erinnerst du dich an diesen Ort, wo alles angefangen hat? Was damals geschehen ist? Was du getan hast?« Ich
Ich bin mir nicht sicher, erklärte ich zögerlich und schaute dabei zur Seite. Als ich aufwachte, waren alle schon tot. Was denkst du, was passiert ist? Fragte er. Ich schwieg. Der Doktor meinte dann, ist schon gut. Ich habe mich schon lange mit den menschlichen Verhalten beschäftigt. Ich weiß deshalb, was für eigenartige Dinge die Menschen in Extremsituationen tun können. Sag es ruhig, ich verurteile dich nicht. Ich habe sie getötet, sagte ich leise. Wen? Meine Familie, die anderen Gäste, alle, schrie ich. Ich habe sie getötet und ihr Fleisch gegessen, um zu überleben. Deshalb bin ich auch zu einem Wendigo geworden. Mein Puls schoss in die Höhe. Ich atmete angestrengt. Darüber zu sprechen ließ mich wütend werden und auch traurig. Der Doc blieb überraschend gelassen und meinte zu mir, du fühlst dich schuldig, nicht wahr? Dass man die Familie nicht beschützen konnte, das wäre für jeden Vater ein harter Schlag. Aber warum? Warum habe ich das getan? Fragte ich ihn. Wieso verlor ich die Hemmung und habe es gemacht? Ich habe auch noch all die anderen getötet. Und plötzlich sagte er etwas, das ich bis heute nie vergessen werde. Du hast deine Familie nicht getötet. Ich starrte ihn an. Was? Mehr konnte ich nicht hervorbringen. Die Ermittler konnten auch ein paar andere Details hervorbringen, erklärte der Doc. Ja, es stimmt. Du hast die Gäste, also die anderen Männer, getötet. Das beweisen auch die Zahnabdrücke. Die Zahnabdrücke auf den Überresten deiner Frau und deiner Kinder aber stammen nicht von dir. Sie stammen von mindestens 5 der toten Gästen. Seine Worte. Warte, jetzt fiel es mir wieder ein. Jetzt erinnere ich mich. Als ich mit meiner Familie das Ferienhaus erreichte, begann es auf einmal heftig zu schneien. Über die Nacht wurde der Schneesturm immer schlimmer, bis plötzlich eine Lawine einsetzte. Alle waren eingeschlossen und der Strom fiel aus. Wir fanden keinen Ausgang. Ich und meine Familie waren nicht die einzigen Gäste dort. Es war eine große Gruppe junger Männer. Sie waren Mitglieder eines Sportvereins. Jugendliche, die wenig Ahnung von der Welt hatten, sich aber für die Allergrößten hielten. Als die Zeit verging und ebenso die Nahrung, begannen sie um die Nahrungsreste zu streiten wie Hunde um einen Knochen. Da ich der einzige erwachsene Mann hier war, versuchte ich sie zur Vernunft zu bringen. Sie sollten sich einfach zusammenreißen. Aber das taten sie nicht. Stattdessen sprachen sie auf einmal von Überlebenskampf und das sich der Schwächsten entledigen, um so neue Nahrung zu bekommen. Sie sprachen von meiner Familie. Was? Nein, das könnt ihr nicht tun, hatte ich gesagt. Hey, du bist doch der Soldat, hatte der Anführer des Vereins gesagt. Wir sind halt im Krieg und das fordert Opfer. Einer der Typen schlug mich von hinten bewusstlos, hinterrücks und feige. Als ich wieder zu mir kam und sah, wie sie genüsslich neu gekochtes Fleisch aßen, bin ich ausgeflippt. Nein, meine Familie habe ich nicht getötet. Auch habe ich nicht die anderen Gäste getötet. Nein, ich habe die Mörder meiner Familie getötet. Ich habe jeden einzelnen dieser vermaledeiten Bastarde umgebracht und sie dasselbe spüren lassen, was sie meiner Frau und meinen Kindern angetan haben. Ja, das habe ich getan. Ich glaube, Folgendes ist geschehen, sprach Dr. Fishman weiter. Aufgrund der Katastrophe, dem tragischen Verlust deiner Familie und dem Kampf gegen die Männer erkranktest du an einer schweren Psychose, die sich über mehrere Jahre erstreckte. Deine Selbstwahrnehmung verzerrte sich und du verlorst das Zeitgefühl. Außerdem hast du Zwangsvorstellungen und eine starke Zwangshandlung entwickelt, wo du immer wieder das durchlebt hast, was du verhindern wolltest, den Mord deiner Familie. Psychose? Fragte ich, während meine Hände anfingen zu zittern. Es war eine einfache Antwort. Du bist kein Wendigo Jacob und auch kein Monster. Du bist nur krank und brauchst Hilfe. Du bist in einer Nervenklinik. Ich bekam erneut einen Kloß im Hals und begann überall zu zittern. Die ganze Zeit war ich ein Mensch? All die Jahre? Ich war niemals ein Wendigo? Kein Fluch, keine höhere Macht hatte mich jemals fremdgesteuert? Kein Monster hatte diesen Menschen getötet und verspeist? Ich habe es getan? Die junge Frau. Oh Gott. Ich übergab mich. Der Doktor rief eine Krankenschwester, die mir eine Schüssel gab, wo ich meinen restlichen Mageninhalt entleerte. Es dauerte eine Weile, bis mein Magen aufhörte zu krampfen und die Übelkeit verging. Ich könnte schwören, Eissplitter im Erbrochenen gesehen zu haben. Der Doktor verabreichte mir ein Mittel gegen die Übelkeit und schickte mich in die Zelle, wo ich schlafen konnte.
Dr. Fishman ist von nun an mein einziger Freund geworden, denn nur durch ihn wurde ich für unzurechnungsfähig erklärt. Von Oregon bis nach New Jersey hatte ich 185 Menschen getötet. Hannibal Metzer, Wendigo nannten sie mich, erwähnten aber keine Zeile von den Opfern. Als ich dem Gericht gegenübergestellt wurde, waren Dutzende Kameras dabei. Auch waren die Angehörigen dabei, die mich selbst am liebsten in Stücke gerissen hätten. Das Urteil fiel auf nicht schuldig und ich wurde unter Behandlung von Dr. Fishman gestellt. Sämtliche Angehörige brachen in Tränen aus. Eigentlich sollte ich froh sein, doch als ich ihr Leid sah, fühlte ich nichts als eine große Leere in mir. Diesmal fühlte ich keine Schuld, nicht für meine Familie oder gar ihren Mördern, sondern für meine Opfer. Die ganze Zeit hatte ich eine Wahl gehabt. Nichts Höheres brachte mich dazu, doch ich habe es getan, nur weil mein Geist zu schwach war. Ich kam in die geschlossene, wo ich Medikamente gegen meine Wahnvorstellungen bekam und eine Therapie mit Dr. Fishman anfing. Nach 17 Jahren durfte ich raus. Ich bekam allerdings einen Betreuer, der mich besuchte und meine Medikamenteneinnahme kontrollierte. Auch setzte ich die Therapie mit Dr. Fishman fort. Sämtliche Menschen, Freunde, Bekannte hatten sich von mir abgewandt. Ich bin nun ganz allein. Der Doktor schien auch Mitleid mit mir zu haben. Er half mir, in eine andere Stadt zu ziehen und meinen Namen zu ändern. Auch wenn ich vorschriftsmäßig die Medikamente einnehme und die Therapie fortfuhr, sah ich schon manchmal den Schatten des Wendigos, für den ich mich einst hielt. Fortan begann ich, mich von Menschen fernzuhalten. Das gefiel dem Doc nicht, denn er redete irgendwas von sozialer Isolation. Aber das war mir egal. Inzwischen aß ich fast nichts, wodurch ich auch die Hälfte meines Gewichts verlor. Wenn ich könnte, würde ich gar nichts mehr essen. Nie wieder. Nie wieder sollte es geschehen. Inzwischen hatte man bei mir eine Depression diagnostiziert, weshalb Dr. Fishman mir entsprechende Tabletten verschrieb. Aber die habe ich nie genommen. Nichts würde mich davon abhalten, den nächsten Strick zu nehmen, mich an einen Baum zu erhängen und meinen faulenden Körper von den Tieren des Waldes verzehren zu lassen. Aber das wäre keine angemessene Strafe für das, was ich getan habe. Ich musste einfach leiden. Ich bin nun 75 Jahre alt. Immer noch sehe ich ab und zu den Wendigo-Schatten. Die stetige Einsamkeit ist quälend, aber ich habe mich daran gewöhnt. Katie, Maggie, Louis, ich würde euch so gerne wiedersehen. Es ungeschehen machen. Auch Dr. Fishman ist inzwischen ein alter Mann geworden. Er versucht mir zu helfen und das weiß ich zu schätzen. Aber es ist zwecklos. Mein Leben ist zerstört und das ist ganz allein mein Verdienst. Ich habe die Jahre damit verbracht, die Menschen zu beobachten. Allein von der Zeitung erfahre ich so vieles. Schießereien, Kriege, Massenvergewaltigung, Menschen, die andere Menschen quälen und foltern, Sekten, die sich im Wahn gegenseitig ermorden, Väter, die ihre Kinder einsperren und sie jahrzehntelang als ihre persönlichen Sexsklaven halten, um weitere Kinder mit ihnen zu zeugen. Schreckliche Dinge. Nur Schreckliches passiert in dieser Zeit. Manchmal sehe ich Kinder, wie sie sich gegenseitig in der Nacht Monstergeschichten erzählen, wie sie kleine Kinder verschleppen und Menschen ermorden. Die einzigen Dinge, worüber ich schmunzeln kann. Ich weiß nicht, ob ich in Einsamkeit sterben werde oder ob ich doch bald den nächsten Strick nehme. Aber eins weiß ich heute mit ziemlicher Sicherheit. Egal ob Werwolf, Wendigo oder anderwärtiges Getüm. Nur der Mensch ist zu den schlimmsten Gräueltaten fähig. Ja, das war der Wendigo. Wahnsinn. Ich bin entzückt, Julia. Da hast du ja ein Thema aufgegriffen, was mich sehr interessiert. Ich bin ja an den ganzen Gestalten der indianischen Mythologie sehr interessiert. Wir hatten ja auch schon mal den Pale Crawler, der auch irgendeinen indianischen Namen hat, den ich jetzt ehrlich gesagt vergessen habe. Und jetzt hast du eine unglaublich spannende Wendigo-Geschichte ausgegraben. Ja. Grausam auch. Grausam, ja. Ich hoffe, wir verschrecken heute nicht den einen oder anderen. Aber ich fand sie trotzdem extrem gut geschrieben. Ich bin Fan dieser Geschichte, auch wenn sie ja ein bisschen drüber war. Ich habe sie auch leicht abgeändert. Ich habe es noch ein bisschen verharmlost. Hatte ich dir ja schon in unserer Pause gerade gebeichtet. Aber ich finde, er hat hervorragend den Wendigo beschrieben. Weil, vielleicht möchtest du unseren Hörern erklären, wie der Wendigo eigentlich aussieht, weil es ist ja tatsächlich eine mystische Gestalt aus den Indianergeschichten. Ja, richtig. Der Wendigo
spielt eigentlich in der Mythologie der Ojibwa und Cree-Indianer eine große Rolle. Also die Cree leben hauptsächlich in Kanada und im Norden der USA und die Ojibwa sind, glaube ich, möchte nichts Falsches sagen, aber sie sind auch an der Grenze von also der USA zu Kanada beheimatet. Und die glauben an eine Art Totengeist, so ein dämonisches Wesen, das Besitz von Menschen ergreifen kann und diese sich dann in Kannibalen verwandeln. Also der Wendigo soll dann eine Art Wahn in diesen Menschen hervorrufen, der dann wahnsinnigen Hunger auf Menschenfleisch bekommt und seine Handlungen nicht mehr kontrollieren kann. Und gleichzeitig kommt es dann auch zu einer Veränderung des Äußeren dieses Menschen. Also das kam jetzt in der Geschichte, das wurde nur angerissen. Soweit ich weiß, treten die Augen hervor, sind blutunterlaufen. Also so eine Art Glubschaugen, salopp gesagt. Dann eine Art Hirschgeweih oder Rentiergeweih bildet sich bei diesem Menschen. Er bekommt riesige Füße, etwa 1 Meter lang, die in eine einzelne Zehe enden. Und er soll ein ausdauernder Jäger sein, der Menschen in der Wildnis meilenweit verfolgt und auch nicht von ihnen ablässt. Deswegen haben sich die Cree und Ojibwa auch nur in kleineren Gruppen in die Wildnis getraut. Genau, das hatte ich nämlich auch in meinen Recherchen gefunden. Und er hat sehr scharfe Zähne Richtig, ja. und ja, so klauenartige Hände. Das hattest du, glaube ich, gerade gesagt, ne? Nee, das wollte ich noch Mhm. sagen. Entschuldigung. Also wer sich da Bilder mal so angucken möchte, wenn man auf Google Wendigo eingibt, sieht man gleich zahlreiche Bilder von diesen mystischen Dämonen, ne? Also es ist schon ein böser Geist. Absolut. Man muss auch sagen, dass der Glaube an den Wendigo bei den Cree und Ojibwa solche Züge angenommen hat, dass angeblich Besessene, die vielleicht nur psychisch krank waren, auch getötet wurden von denen, damit sie sich nicht in einen Wendigo verwandeln können. Also das hat da Ausmaße einer Massenpsychose, möchte ich das fast nennen, angenommen. Ich weiß nicht, ob das Wort zu stark ist, aber es wurden da wirklich angeblich Besessene getötet. Naja, ich hatte auch gelesen, dass der Wendigo ja dich ja auch irgendwie in den Wahn bringt, wie du schon gesagt hast, indem er mit bekannten Stimmen oder mit deiner eigenen Stimme zu dir spricht. Ja, das habe ich auch gehört. Man soll also Stimmen hören von bekannten Personen und dadurch versucht der Wendigo, also dieser Geist erstmal, der einen dann später zur Verwandlung bringt, versucht dann den Verstand des Menschen zu zerrütten. Vielleicht erschafft er sich so ein Einfallstor in den Menschen. Wissenschaftlich gesehen gibt es ja tatsächlich auch die Wendigo-Psychose. Bei dieser Psychose verfällt der Mensch auch in einen Wahn, wo er denkt, er wäre ein Wendigo und muss andere Menschen essen. Was ja auch mit Jacob aus der Geschichte passiert ist oder hätte passieren können. Man weiß es ja nicht. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja die Möglichkeit, dass Jacob eine Wendigo-Psychose hatte und sich das halt alles eingebildet hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass er wirklich unter einem Wendigo gelitten hat, der ihn zu diesen Sachen, zu diesen Taten getrieben hat. Ja, richtig. Es ist ja auffällig, dass er auf der Fahrt zu dieser Ferienanlage seinen Kindern schon vom Wendigo erzählt. Das heißt, es muss, vielleicht hat da vorher schon eine Versuchung stattgefunden. Also irgendein Wendigo hat Kontakt zu ihm aufgenommen und versucht, seinen Verstand zu zerrütten. Ist mir gleich aufgefallen beim Lesen der Geschichte, denn das ist ja eigentlich nichts, wovon man seinen Kindern erzählt. Nee, habe ich auch gedacht, das ist auch ein bisschen hart, seinen kleinen Kindern, gut, wie alt die waren, sind jetzt, glaube ich, nicht beschrieben gewesen, aber trotzdem seinen Kindern Monstergeschichten zu erzählen, ist ja eine Sache, aber den Kindern dann von einem Monster zu erzählen, das Menschen frisst, ist schon hart. Ja, vielleicht hat er ja auch unbewusst den Wunsch gehabt, sich in so etwas zu verwandeln. Aber man weiß es nicht. Das lässt die Geschichte ja bewusst offen. Übrigens ist diese Wendigo-Psychose in den 1980er Jahren in den USA unter Psychiatern ziemlich stark diskutiert worden. Es gab schon im 19. Jahrhundert Fälle. Ich habe da von einem Indianerhäuptling namens Joseph Fiddler gehört. Und der und sein Bruder Jack, das könnte vielleicht das Vorbild für diesen Jacob aus der Geschichte sein. Die sollen auch eine Frau gegessen haben, irgendwie in der Wildnis oder so etwas, weil sie dachten, sie seien Wendigos. Das könnte ein historisches Vorbild sein. Also in den USA ist das weit verbreitet. Ja, da wo der auch herkommt, ne, ursprünglich. Und heute noch gibt es Menschen, die behaupten, sie hätten eine Wendigo-Begegnung gehabt. Ja, davon habe ich auch gehört. Aber die Sichtung von Kreaturen aus der indianischen Mythologie, die ist
Also es gibt da zahlreiche Sichtungen. Ja, es wie gibt mit ja dem Paycrawler, ne? Genau. Ja. Dann gibt es ja noch den Skinwalker in den Navajo-Gebieten im Südwesten. Dann gibt es viele Sichtungen und der Hide Behind, das ist auch so ein Wesen, das in der Wildnis lauert, der wird auch ab und an gesehen. Vielleicht sucht sich der Wendigo einfach psychisch labile Menschen aus, um sie dann zu benutzen. Vielleicht so eine Art Parasit. Naja, wir hatten ja auch schon über Dämonen gesprochen und so. Und ja, die leben ja praktisch von dem Bösen, was sie dir antun oder von dem, was du tust, während du von ihnen besessen bist. Und so ein Wendigo scheint dich ja auch zu besessen zu machen. Genau, danke. Und wie wir aus unserer Folge über die Besessenheit ja wissen, vor der Besessenheit kommt so eine Art Umsessenheit. Das heißt, der Dämon nistet sich erstmal im Leben des Betroffenen ein. Man hat dann so eine Art Pechsträhne, fühlt sich schwach, nichts klappt. Und dann erst gibt man die Einwilligung, dass der Dämon einen betreten kann. Was ja auch passt, dass er vielleicht vorher wirklich Gedanken daran hatte, weshalb er seinen Kindern schon die Geschichte des Wendigos erzählt hat, ne? Dass das vielleicht vorher schon in seinem Kopf war. Spannend. Ja, weil gerade schwache Menschen scheinen sich irgendwie nach der Stärke der Dämonen irgendwie zu sehnen und haben unbewusst den Wunsch, sich mit ihnen zu vereinen. Sagt man. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall hast du mir eine riesige Freude mit deiner Geschichte bereitet. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr stört euch nicht an den hohen Opferzahlen und dem bisschen Blut. Genau. Also heute sagen wir auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder reinhört. Und wir freuen uns auf jeden Fall darüber, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Über neue Abonnenten freuen wir uns riesig. Das wäre ganz toll, wenn es euch gefallen hat, dass ihr uns ein Abo da lasst oder uns auf Spotify bewertet. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man uns bewerten kann. Da kann man auch die Glocke aktivieren und immer darüber benachrichtigt werden, wenn unsere neue Folge erscheint. Und über Rückmeldungen jeder Art freuen wir uns. Schlaft gut, wenn ihr könnt.